Was? Oh. Oh mein Gott, der ist durch den Tisch gerannt. Hinterher. Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Bioshock Infinite Part 5. So, ich hoffe, ihr habt die letzte Episode gesehen, denn da ging es ein bisschen actionmäßig zu. Aber wir müssen jetzt mal gucken, wie wir hier rauskommen. Ich glaube, das war nicht so eine gute Entscheidung, die ich letztens gemacht habe. Deswegen, ich hoffe, das wird sich ja alles ein bisschen aufklären. Und ja, dann werden wir einfach mal sehen, wann wir denn mal die Story fortsetzen können. Ich weiß nicht, ob wir hier alle umbringen müssen. Ich werde es einfach mal machen. So. Hört ihr euch doch einfach mal. Wie geht's denn hier lang? Ups. Da geht er zu Boden. Na, komm los her, du. Uiuiui. Ach, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen mehr meine Zaubereien hier verwenden. Oh, ich habe keine Munition mehr. Das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Ach. Oh je. Oh je, oh je. Öffnet die Tür. Wupp, und da bin ich wieder. Und schon geht's weiter. Vielen Dank. So, oh cool, wir haben wieder ein bisschen Munition. Na, das ist doch mal praktisch. Ich glaube, da können wir den jetzt gleich ein bisschen zum Leben abziehen. Wow. Boah, okay, es hat gerade so gereicht. Na, das ist doch mal schön. So, das Geschütz. Oh. Okay, Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, jetzt können wir wieder ganz normal spielen. Hoffe ich doch zumindest. Hoffe ich. Hier sieht schon mal ziemlich leer aus. Guckt euch den an. Ein Waschbär. Oder wie man die auch nennt. Ich glaube, es ist ein Waschbär. Wenn ich mich nicht irre. Ein Voxophon. Wollen wir uns doch mal an. Comstock kam bei Tagesanbruch an meinem Wagen vorbei. Er war ganz gebannt vom Anblick meiner Skalptrophäen. Er fragte, von wem die Weißen seien. Ich sagte, nun Sir, wenn ihr wild im Urwald haust und es mit den Wilden treibt, warum Haare spalten? Kein Lächeln. Entweder er hat noch nie erlebt, dass einer es wie die Indianer macht, oder er hat es zu oft erlebt. Jedenfalls, jetzt soll ich Daisy Fitzroy für ihn jagen. Okay. Das ist ja schade, dass er dann mitten aufhört. Reden. Ich erwarte er nicht, dass ich sie immer ausgestopft an die Wand hänge. Oh. Das ist ja schon mal ein bisschen makaber. Und ich habe leider immer noch keine Ahnung, wo ich hin muss. Hm. Oh, was haben wir hier? Ach, ein Kopfkino schon wieder. Nein, danke. Nein, danke. Oh, was haben wir hier? Gehen wir hier doch mal rein. Ein Whisky. Hm. Mal gerne doch. Oh, was? Kann das sein, dass mein Leben direkt auf Null steht? Oder ist es voll? Also entweder habe ich nur Leben oder es ist voll. Hm. Naja, gut. Hm? Ein Mann, der eine Rede hält, das ist schon mal sehr eindeutig. Nämlich, dass es hier jemanden gibt, der gut reden kann. Oh, hier schläft ja jemand. Guten Tag. Hallo? Hallo? Hm. Oh, hier ist ja noch jemand. So, ich nehme mir mal eure Sachen. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Wir sehen. Oh mein Gott. Ich habe kein Spiegelbild. Ich bin ein Vampir. Ich weiß nicht, dass ich Vampir bin. Okay. Ich glaube, hier waren wir schon mal.
Ja, hier war der Besen. Aus Episode 4, würde ich mal so meinen. Und hier war doch... Nein. Ach ja, genau. Hier habe ich den Typen erschossen. Jetzt weiß ich es wieder. Okay, gut. Alles klar. Alles klar. Ich glaube, wir kaufen uns trotzdem noch mal ein bisschen Leben. 80%, na, das nehmen wir uns einfach mal. Gönnen uns das. Komisch. Scheint mein Leben nicht aufgefüllt zu haben. Das heißt, ich habe volles Leben. Oder? Was sagt ihr? Ich weiß es nicht. Also ich würde meinen, ich habe jetzt volles Leben. Aber okay, das werden wir dann spätestens dann sehen, wenn ein paar Gegner kommen. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Hier waren wir zwar schon, aber ich glaube, jetzt, wo alles vorbei ist, sollte sich doch etwas geändert haben. Sollte. Hoffen wir es. Oh, hier ist jemand. Hoffentlich schreien die nicht schon wieder. Hallo? Och nein, nicht schon wieder. Na gut. Na gut, na gut. Kommt schon, lass mich in Ruhe. Ach, Jemine. Meine Schießkünste lassen wieder zu wünschen übrig. Entschuldigt mir das bitte. Ich bin nicht so ein Hardcore-PC-Spieler. Ich spiele einfach nur aus Spaß und ja. Und so führte uns der Prophet nach Peking. Und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus dem Osten ihn verrieten, da war unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Da ist er! Was? Also muss ich doch schießen. Sagt es mir doch. Oh mein Gott. Oh, die haben alle keine Waffen. Dann kann ich mich einfach hier hinstellen. Lololo. Oh, oh. Machen wir jetzt einfach mal ein bisschen Nahkampf. Kopf ab. Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab. Okay. Das war schon ziemlich lame. Aber naja, so kann man die Feinde auch besiegen. Looten und leveln, looten und leveln, ja. So wollen wir das haben. Okay, wir haben jetzt zwar kein Leveln, aber... Das reicht auch schon. Okay, die sind wohl unverwundbar. Na lecker. Okay, die sind wohl immun dagegen. Werde ich doch mal... Oh, ich habe keinen Mana mehr. Na, das ist dann nicht so toll. Push. Auf jeden Fall Push. Hier fehlt irgendwie die Fahrstuhlmusik, würde ich sagen. Die ist doch in so gut wie jedem Spiel. Jedes Spiel, was ich kenne, hat Fahrstuhlmusik. Also in denen auch natürlich Fahrstühle da sind. So, ich glaube, wir holen uns mal einmal Salz. Oder sollten wir uns... Wir holen uns lieber mal das hier. Und ach, okay, das reicht ja gerade so. Gut. Ah, ja, super. Hätten wir uns das ja jetzt gar nicht holen brauchen. Da war das schon mal ein bisschen umsonst Geld ausgegeben. Oh, hier ist was dahinter. Oh. Das schaut ja schon mal nicht so gut aus. Neue Hosen? Wow, cool. Wir haben jetzt neue Hosen. Oh, irgendwie kann ich die aber nicht sehen, ne? Ist ein bisschen schlecht. Aber na gut. Oh. Das sieht aber echt keimig aus. Ich glaube, da möchte ich nicht gern schlafen.
Oh, hier, Indianer. Und ein Auge. Und Schrift. Wow. Was haben wir hier? Ein Tacho? Wahrscheinlich für irgendeine Anzeige, für die Wärme oder so? Druck? Oh, was ist das? Wow. Oh je, das hört sich schon mal nicht gut an. Oh oh. Oh mein. Oh. Was war das? Ihhh. Kann man hier irgendwie Licht anschalten oder so? Sieht nicht so aus. Na, wer möchte denn da gekillt werden? Och, das war jetzt aber relativ einfach. Teuflisches Zeug, das. Oh, eine neue Flasche, cool. Haben. Na lecker. Okay, scheint ja so ähnlich zu sein wie das Feuer, würde ich mal sagen. Also eine Falle und dann werden die gekillt. Das werden wir doch gleich mal ausprobieren. Autsch. Wow. Jetzt stirb. Bam. Und nochmal. Hatscha. Bam. In dein Gesicht. Was, du lebst noch? Ja, jetzt nicht mehr. So. Vielen Dank. Ich nehme mir das mal alles hier. Und dann können wir schon mal weitergehen, würde ich sagen. Oh je, wer ist denn da drin? Okay, der ist tot. Schade. Was geht hier vor sich, Leute? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, meine Hand. Ist entweder ein Zwerg-Simulante oder ein einäugiger Franzose. Nicht größer als... Von der Station aus komme ich bestimmt nach Monument Island. Oh je. Fuck. Fuck wird hier gesagt. Ohne es zu zensieren. Er war viel größer und schlanker. Seine Augen standen nicht so eng zusammen. Oh. Grün. Ich weiß nicht mehr. Seine Augen waren größer. Er schielt. Oh. Hey! Ich glaube, hier gibt es keine lieben Leute. Ich glaube, deswegen werde ich hier mal alle ein bisschen abmetzeln. Headshot! Oh, hallo. Ja, okay, die war ja grün. Die dürfen wir, glaube ich, nicht töten. So. Oh. Kommen wir nicht mehr raus? Sind wir hier nicht reingekommen? Nein, hier. Okay, alles klar. Alles klar. Juhu. Da lang. Oh je, Mann, wir können aber echt weit springen. Ich glaube, auf dem landen wir einfach mal. Ugh!
Komm her, komm her. Hallo, wo bist du? Oh, diese Musik. Bam. Stirb. So, Leute. Das war's erstmal. Und reingehauen.